Ahoi und herzlich willkommen hier beim InstaDriver und unserem Autobahn-Reichweiten- und Verbrauchstest. Das heutige Fahrzeug, der neue Hyundai IONIQ 6, und er ist fantastisch. Kann ich euch sagen, das Fahrgefühl ist außerordentlich gut, aber heute interessiert mich die Autobahn-Reichweite. Wir haben hier die reichweitenstärkste Variante. Heckantrieb 2WD, große Batterie, 77,4 kWh brutto, 47 kWh davon netto nutzbar. Ich habe mich auch für die kleineren Reifen 18 Zoll entschieden. Es gibt ihn ja in 18 und 20 Zoll und für diese komischen Seitenspiegel mit Kameras. Gleich dazu mehr. So, ja, was gibt es über das Auto zu sagen? Ich finde den Schlüssel, das Auto finde ich fantastisch, den Schlüssel nicht ganz so. Ich finde, es sieht einfach billig aus. Ist Geschmackssache, aber auch wie sich das Ding anfühlt. Es fühlt sich leicht an, es fühlt sich einfach nicht so hochwertig wie das Auto an. Und das passt für mich nicht zusammen. Dieses Auto hätte einen viel besseren Schlüssel verdient. Hyundai, wenn ihr zuhört, bitte korrigiert da nochmal nach, weil es echt schade. Wenn man so ein tolles Auto fährt, dann möchte man auch einen schönen Schlüssel in der Hand haben. Aber das bin vielleicht nur ich. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das genauso wichtig ist wie mir. Würde mich interessieren. Für die Reichweite wichtig ist ja immer Temperatur und Reifengröße. Wie gesagt, wir haben hier 18 Zoll, wir haben 13 Grad Temperatur, gar nicht so schlecht. Es kommt der Frühling langsam, vielleicht auch der Sommer bald durch. Und dieses Auto ist aerodynamisch richtig gut optimiert. Mehr dazu am Ende dieses Videos. Ich hätte gesagt, ich rede gar nicht mehr viel herum. Wir testen die Assistenzsysteme, schauen uns die Verbrauchswerte an und dann erzähle ich euch, warum der IONIQ 6 so sparsam ist und so weit kommt. Los geht's! So, willkommen auf der Autobahn. Man merkt sofort, es ist leise. Es ist laufruhig, es ist angenehm hier drin zu sitzen. Ich glaube, es ist ein richtig gutes Langstreckenauto. Aber warten wir mal auf die Verbrauchswerte ab. Wir testen jetzt ein wenig die Assistenzsysteme. Wir messen auch Dezibel und schauen uns andere Sachen an. Ladeplanung zeige ich euch in unserem Testvideo, weil der IONIQ 6 bietet jetzt auch das erste Mal eine Ladeplanung. Der IONIQ 5 hat es noch nicht. Kurze Worte dazu. Sie ist gut, sie macht einen guten Job, sie sucht größtenteils wirklich HPC-Charge, also schnelle Ladestationen, die tatsächlich auch hilfreich sind für das 800-Volt-System. Was es aber nicht anzeigt, sind die Akkustände, wie wir dort ankommen und die Ladezeiten, wie lange wir dort stehen werden. Das zeigt es leider nicht an, wird aber vielleicht noch nachgereicht von Hyundai, kann ich mir durchaus vorstellen, ist mit Over-the-Air-Update dann durchaus möglich. So, ich kann euch jetzt schon sagen, er hat sehr gute Verbrauchswerte. Ich setze hier mal jetzt meine Werte zurück. Wir fangen an mit 100 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt, ich stelle meinen Tempomaten auf 105 bis 107, sodass ich tatsächlich dann auch im Durchschnitt 100 km/h fahre. Ihr wisst, das sind ja Durchschnittswerte, die wir errechnen. Wir versuchen so nah wie möglich ranzukommen an diese 130, 120 und 100 km/h Durchschnittsgeschwindigkeiten. Den Tempomat aktiviere ich einmal mit hier. Spurhalteassistent, dann einmal hier oben und dann ist das eingeloggt und ich kann meine Hände vom Lenkrad nehmen, zumindest für eine gewisse Zeit lang, weil ihr wisst, das ist immer noch Level 2 und nicht Level 3. Das heißt, die Hände müssen tatsächlich immer am Lenkrad bleiben. Und ja, so fährt er sich dahin. Er fährt sich richtig gut auf der Autobahn und bietet auch schöne Features. Die wären... Das ist mir jetzt entfallen. Nein. Also wie gesagt, die Ladeplanung, die cool ist. Und wir haben Assistenzsysteme und die möchte ich euch jetzt ganz kurz mal zeigen. Was mir gut gefällt, sind die Assistenzsysteme, die sind nicht für die Autobahn jetzt relevant, aber das ist der Ausstiegswarner. Das heißt, wir haben hinten, haben wir für Leute, die hinten drinnen sitzen und aussteigen wollen, eine Warnung, falls ein Auto vorbeifährt. Das ist ganz besonders für Kinder hilfreich, denn dann aktiviert sich die Kindersicherung, wenn ein Auto kommt und das Kind kann nicht aussteigen oder auch die Oma oder Opa oder wer auch immer hinten drinnen sitzt, ist so geschützt und das gefällt mir gut. Wir probieren jetzt mal die Assistenzsysteme hier auch aus. Ich messe da immer die Geschwindigkeit, wie schnell das funktioniert. Ich setze meinen Tempomaten, das heißt jetzt mal kurz auf 130. Vor mir habe ich ein langsameres Auto. Und jetzt blinken wir mal raus und sehen, was passiert, wie schnell die Assistenzsysteme hier greifen. So, wir blinken raus. Er macht den Überholvorgang fast automatisch. Wir müssen ihn nur einmal anlenken hier. Alles andere passiert dann automatisch. Und jetzt greifen... Das hat nicht funktioniert. Okay, was war hier? Eigentlich müssen wir nur anlenken. Aber ihr habt gesehen, die Assistenzsysteme haben schnell gegriffen, hat schnell beschleunigt. Das heißt, die Sensorik und die Computerrechenleistung, die ist schnell hier im IONIQ. Ich möchte es nur nochmal probieren. Wieso hat das nicht funktioniert? Normalerweise sollte er, wenn wir rausblinken und ihn dann anlenken, sollte er den Lenkvorgang abschließen und wieder in dem Autopiloten zurückfinden. Jetzt hat er es gemacht.
So, weiß nicht, was vorher das Problem war, aber jetzt macht er das. Und das ist schön, weil der Autopilot hört nicht auf zu funktionieren, sobald wir rüberlenken und den Spurwechsel machen, sondern er funktioniert nachher gleich weiter und das ist ein großer Vorteil. Ja, auch der Abstandstempomat, kann ich euch auch nochmal zeigen, hier Vordermann, funktioniert sehr gediegen, sehr sanft. Das Auto ist wirklich sehr, sehr darauf bedacht, dass es sehr die Beschleunigungsvorgänge sehr sanft macht. Es ist hier nichts abrupt, nichts ruckelt. Auch das Auto bleibt auch perfekt in der Mitte. Also all diese Dinge, Assistenzsysteme funktionieren für mich in dem Auto richtig gut. Das macht IONIQ, der Hyundai, macht das richtig stark. Ja, ansonsten finde ich, bin ich einfach von der Sitzposition hier begeistert. Ich mag diese Sitzposition, die ist einfach perfekt, muss ich sagen, zumindest für mich. Es ist auch oft auch Geschmackssache, aber ich bin wirklich begeistert vom Hyundai IONIQ 6 und wir werden uns jetzt mal die Verbrauchswerte anschauen. Wie gesagt, bei 100, 120, 130 und am Ende oder jetzt gibt es hier alle Werte gleich auf einen Blick. Los geht's. Wir kommen zu den Daten und Werten des heutigen Tests. Wir hatten 13 Grad bewölkt, 2,9 Bar in den Reifen und 18 Zoll. Der Hyundai IONIQ 6 hat eine 74 Kilowattstunden Netto-Batterie. Bei 130 km/h haben wir 20,7 Kilowattstunden verbraucht. Das ergibt eine rein rechnerische Reichweite von 375 Kilometer bei 100% Akkuladung. Mit unserem InstaDriver-Abzug wissen wir, wir kommen mit vollem Akku 340 Kilometer. Bei 120 haben wir 18,9 Kilowattstunden auf unserer Teststrecke verbraucht. Das ergibt eine Reichweite von 370 km. Bei 100 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit haben wir 15,4 kWh gebraucht und damit sage und schreibe 460 km Reichweite bei voller Akkuladung. Ja, Leute, ich bin begeistert. Dieses Auto, es fährt sich unglaublich gut, das auch auf der Autobahn. Es ist leise. Der Verbrauch ist minimal, also 460 km Reichweite. Bei 100 km/h, das hatte ich, glaube ich, selten noch hier in diesem Test. Der IONIQ ist fantastisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, das Heck ist vielleicht Geschmackssache, ja, aber es bringt was. Ja, also allein dieses Ducktail hier hinten aerodynamisch ist wichtig, aber auch diese Bootsheckstruktur, also dass das Auto hier hinten so nach unten geht, das ist einfach aerodynamisch von Vorteil. Ihr kennt das vielleicht auch von ein paar Konzeptfahrzeugen einiger Hersteller. Wenn wir uns das von der Seite hier anschauen, er hat einfach aerodynamisch eine richtig wirksame Form. Noch dazu hat er hier vorne auch noch hier solche extra verlängerten Gumminoppen, die hier weitergehen, sodass das den Radkasten im Prinzip diesen Abstand zwischen Radkasten und Reifen noch mal enger macht und dass die Luft besser hier an der Seite weiterleitet. Plus er hat hier Air Curtains auch, wo die Luft hier durchfließt und da einfach noch mal für mehr Stabilität und gleichmäßigere Luft sorgt und für weniger Verwirbelungen. Und ja, hier auch der Seitenschweller, der bringt die Luft schön auf der Seite weg. Also es sind einige Elemente, die hier das Fahrzeug aerodynamisch gut machen. 0,21 ist der CW-Wert, das ist der höchste von Hyundai. Kia und Hyundai sind jetzt so in einem Joint Venture zusammen, aber von Hyundai natürlich. Und wir haben ja den IONIQ 5, der war ja auf derselben Plattform, eGMP, gleiche Plattform, aber der IONIQ 5 ist ein SUV, er ist einfach viel kantiger und aerodynamisch einfach viel schlechter aufgestellt als diese Mittelklasse-Limousine, der IONIQ 6. Und ja, also dieser Seitenspiegel hier, ich finde, von der Fläche machen sie schon einen Unterschied, ja, als wenn ein Spiegel wäre, aerodynamisch sicher von Vorteil, bringt aber jetzt nicht die Welt, sage ich mal. Ich habe mal gelesen, ich glaube, es sind so 3 bis 5 Kilometer mehr Reichweite, die das bringen soll. Also wenig dafür, dass dieser Spiegel, diese Kameras viel Geld kosten und wenig Mehrwert bieten, finde ich, sind sie es nicht wert, aber muss jeder selber beurteilen. Eine Spielerei sind sie, jeder fragt mich, ja, wow, cool, die Leute kommen her, fragen mich, wow, toll, du hast ein Future-Auto, ja. Also für den Aspekt, ja, da wäre es dir 1.000-2.000 Euro wert, das kostet, wer drauf steht. Ich würde es nicht brauchen, aber Geschmackssache. Ich bin gespannt, ob sie das auf Dauer durchsetzen wird. Ich denke, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt. Würde mich interessieren. Ja, ansonsten, also wenn ihr Langstrecke fahren wollt, Leute, ist das richtige Elektroauto dazu. Wenn, dann mit diesem Auto, wir haben 800 Volt Plattform, das sorgt für extrem schnelle Ladezeiten. Ja, wir haben hier den CCS-Anschluss links hinten. Wir laden bis zu 233 kW, etwas so in diese Richtung herum. Damit ist der IONIQ 5 in
ja, so um die 16 bis 18 Minuten wieder auf 80% geladen, wenn die Batterie in einem guten Fenster ist, was sie auf der Autobahn dann meistens ist. Und das ist einfach fantastisch. Das ist doppelt so schnell, wie die meisten anderen Elektroautos laden, wieder auf 80% sind. Und so macht das Elektroautofahren tatsächlich richtig Spaß. Also, wenn ihr ein Elektroauto braucht mit viel Reichweite, dann schnappt euch den IONIQ 6 mit Hinterradantrieb, 18 Zoll Felgen. Und vielleicht diesen Seitenspiegel, aber da müssen wir noch drüber reden. Ja, was soll ich über dieses Auto noch sagen? Ich bin nicht sehr leicht zu begeistern bei Autos, aber wenn ich mal begeistert bin, dann bin ich richtig begeistert. Und der IONIQ 6 ist wieder mal so ein Auto, das mich richtig, richtig begeistert. Es fährt sich gut, es hat fantastische technische Daten, es fährt sich auf der Autobahn fantastisch, es ist leise und hat noch diese Reichweiten und Verbrauchswerte. Wobei ich sagen muss, ich glaube es erst, wenn ich es tatsächlich sehe. Bei 100 km/h 460 km mit einer 74 Kilowattstunden Batterie. Ja, klingt krass, aber diese 15,4 Kilowattstunden Verbrauch, die wir jetzt gemessen haben, ja, ich habe mehrmals nachgemessen, es ist tatsächlich so. Unter diesen Bedingungen hatten wir den Verbrauch und das ist tatsächlich fantastisch. Ja, ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was ihr zum IONIQ 6 sagt. Es gibt ja hier im InstaDriver-Kanal noch unseren Test. Da schauen wir uns an, wie der IONIQ 6 so gegen Model 3, gegen die Konkurrenz abschneidet und was so die Vorteile und auch die Nachteile des IONIQ 6 sind. Also, wenn ihr das sehen wollt, abonniert jetzt den Kanal, aktiviert auch die Glocke. Es gibt hier beim InstaDriver auch jede Menge neue Nachrichten. Jeden Freitag gibt es unsere News und unser Auto der Woche. Wir stellen euch jede Woche ein neues Elektroauto vor, die coolsten Sachen, was so kommt und so. Also würde mich freuen, wenn ihr jetzt abonniert und dem Video auch ein Like schenkt. Empfiehlt uns unseren Freunden. Und ansonsten kann ich nur noch eines sagen. Ich bin Mate, Matthias, kurz Mate, für euch voll elektrisch unterwegs. Und schaltet ein beim nächsten Video. Fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi.